So, Speed, Quick Supply, Giant und Coast Control. Giant lacht mich auf jeden Fall wieder an. Mach ich die nochmal Giant. So, wir kämpfen gegen Mustangs und Marksmen und er ist Elite. Auch in der letzten Runde, die ist auf Patreon hochgeladen. Was zum? Habe ich wieder die Taktik, die beim letzten Mal funktioniert hat. Oh nein, nicht der schon wieder. Das ist der von der letzten Runde. Habe ich probiert und dann stellt er gnadenlos diese Killer explodierenden Rhinos vorne hin, also hier vorne hin. Und dann, what the fuck, weißt du? Was ist mit ihm? Ich mach's einfach mal so und komme jetzt ganz gemächlich von hinten. Und guck mal, was mit ihm geht. Weil ich habe keinen Bock nochmal auf Killer Rhinos, ganz ehrlich. Also ich habe super aggressiv gespielt. Alles hier sah auf jeden Fall gut aus, weißt du? Und dann irgendwann habe ich die Explosion gekontert mit EMP und dann hat er das Coating darauf gemacht und dann ist er trotzdem explodiert, weißt du? Und dadurch habe ich hier immer verloren die ganze Zeit. Das heißt, ich musste links durch. Das war schon eine krasse Runde. Ja, siehst ja dann selbst, ne? Aber das hat mich auf jeden Fall nochmal wachgerüttelt, wie krass das ist, wie krass diese Taktik ist, weil eigentlich kann man den ja nur, du kannst den ja nur hacken, oder? Sonst ist doch, wenn du dich aggressiv aufstellst, kannst du den ja eigentlich nur hacken. Weil das war ganz vorne, der ist rein, alles tot. Und das waren nur zwei Rhinos, mehr musste der gar nicht bauen. Easy. Also für ihn. Jo. Tja, er geht auf jeden Fall auf Elite. Scharfschützen gehe ich mal von aus. Jo, und dann nehmen wir doch erstmal die Stormcaller. Und noch einen der rechten Seite. Oder? Doch hier. Und wir brauchen natürlich auch noch Kleinkram, der mit reinläuft. So. Und links, was machen wir mit links? Ist egal, erstmal wieder. So. Gut. Au. Die sind eigentlich für die gedacht gewesen, aber hey, alles klar. Sehr schön. Die Rakete war für die gedacht. Die bleiben einfach stehen, wollte ich sagen. Hier, gerne nochmal ihn machen. Dankeschön. Dankeschön. Ich ihn. Ihn bitte. Und er schießt auf mein Hauptquartier. Kann er nicht machen. Kann er nicht bringen. Ja, das macht natürlich nicht so viel Spaß, würde ich sagen. Die müssen wir natürlich ablenken. Nichtsdestotrotz sollen die hier sein, vorne.
Die nehmen wir trotzdem mit. So. Und die auch. Und er hat schon Mustangs, ne? So von der Seite ablenken oder so. Da reinlaufen. Also, ich meine, aggressiv mit. Schwierig, schwierig. Ich bin Giant. Muss auf jeden Fall wieder Reichweite auf meine Raketen tun, ne? Eigene Crawler brauche ich auf jeden Fall jetzt nochmal ordentlich. Increases ATK. Range by 5, but increases recruitment cost. Okay. Aber dann kommen die immer noch nicht gegen die Dings an, oder? Gegen die Marksmen. Oder? Ich versuch's mal. Wenn ich beides nehme halt, ne? Nichtsdestotrotz ist jetzt auf jeden Fall Crawler-Time. Beacon. Und... ja, so ein Ablenkungscrawler hier wäre auf jeden Fall super. Zusätzliche Einheit auch. Hier hinten. Okay. Und ansonsten gibt mir die Zeit flöten gerade, Speed. So weit, so gut. Aber jetzt kommen sie, ne? Die machen jetzt. Oh, bitte, bitte noch ein Stückchen. So. War vielleicht nicht der geilste Call, oder? Er wird jetzt eine Rakete spielen, nehme ich mal an. Und deswegen, also um die rauszunehmen, und deswegen mache ich denselben Move einfach nochmal andersrum. Und lass die auch schön von der Seite nochmal reinlaufen, damit die abgelenkt sind. Ähm,
Und dann fange ich jetzt mal an, hier die... Dings zu bauen. Um dann später die Reichweite zu erhöhen von denen. Question is... Wo soll der Dude hin? Ich meine, der kann auch gut gegen Raketen tanken. Wenn er seine Level kriegt. Aber eigentlich soll der ja von hinten ballern, ne? Und hier hätten wir auch noch einen Slot für... Ich mach mal so. Nein, nach hinten noch. Mal gucken. Da war nicht der geilste Call hier, ne? Okay, da war der ja nicht schlecht. Oh, da macht er überhaupt keinen Schaden. Okay, dann brauchen die mehr Damage hier. Nochmal. Das hat ja so krass nicht ausgereicht, würde ich sagen. Wie wäre es mit Boats dann hier in einer Boatlinie mit Wespen? Damage auf die Raketen? Zum Beispiel. So. Schilden halten. Damage. Warum habe ich die gelevelt? Weiß keiner. Das weiß einfach keiner. Niemand weiß es. So, und dann kommt ihr noch dabei. Und immer noch selber noch Kleinkram, der von hinten noch reinläuft. Und wieder keine Kohle. Runde 6. Ich würde leihen und uns extra Damage und extra Panzer geben. Müsste jetzt schnell erledigt sein, oder? Ja. Eine Salve, tschüss. Ach komm. Hier mehr Clear auf der rechten Seite. Noch ein Raketenwerfer hier vielleicht. Ja, cool, wenn die jetzt noch ein bisschen was kriegen würden. Okay. Question ist, was machen die da vorne noch groß, ne? Die können doch nicht weg.
hier geht nichts mehr. Ihr habt schon alles gemacht. Ich könnte mir noch für 200 Euro eine 200 Euro 200 eine Dings holen. Auch eine Rakete doch. Hätte er gesagt, hier vielleicht noch Raketen. Wahrscheinlich besser als das Level, oder? Jetzt eine Rakete jetzt spielen. Die kommen gerade richtig. Von denen brauchen wir ja noch ein bisschen vorne. Also mehr Kleinkram, mehr Crawler. Weil hier die hauen natürlich richtig rein, ne? Die Dudes. Mehr Kleinkram, dann steht die Front auch, ne? Ich meine, von dem steht die Front auch ein bisschen. Aber es ist immer noch der Kleinkram hier, der vorne der Action macht. Wenn ich dann überhaupt noch lebe. Aber jetzt kommen sie. Wir nehmen das Schild. Wir verkaufen auch die. Wir holen uns ganz schön teuer, 500, ne? Und dann noch 400 davon. Ziel war ja, die zu bauen mit Range. Ich mach das jetzt mal. Um damit fertig zu machen dann letztendlich. Aber wir brauchen auch Schilde, ne? Und Panzerung. Und Kleinkram. Scheiße. N30. Nee, wir brauchen noch Kleinkram. Also, die waren ganz gut. Ablenken lassen von dem Bullshit hier, den er so erzählt. Hier so. Vielleicht dann noch extra Range und Speed. Und ein paar von denen, die rennen einfach hier so lang und lenken die ab. So. Mal schauen. Gemacht, ne? Machen die Raketen jetzt weniger Schaden, oder was ist hier passiert? Oder ist es einfach der Schaden, der hiervon fehlt jetzt? Ich will halt, dass sie da... Ja, genau! Genau das! Aber es sind nicht mehr so viele da, ne? Ach, kacke. Was machst du da? Luft und Wespen wäre es jetzt auch nicht gewesen, so richtig, ne? Boah, muss ich mal drüber nachdenken. Schreib's gerne in die Kommentare.